Auch das Hinterland von Kühlungsborn verbirgt einige Überraschungen. Heute werden wir ein paar Herren- und Gutshäuser in der Region besuchen. Das Gut Klein Nienhagen war ein altes Lehngut. Es wechselte sehr oft seine Besitzer. 1923 wurde das Gutshaus umgebaut und erhielt sein heutiges Aussehen. 1998 wurde die Anlage privatisiert und man machte einen Ferienbetrieb daraus. Dieses Herrenhaus besteht seit über 500 Jahren. Auch dieser Gutshof wurde eine Ferienanlage. Das Herrenhaus von Ihlow ist in Privatbesitz. Das Herrenhaus des Gutes in Hohenlokow wurde 1707 erbaut. Ab 1810 wechselte das Gut mehrmals den Besitzer. 1945 wurde das Gut verstaatlicht. Nach der Wende ging die Anlage wieder in Privatbesitz über. Das Herrenhaus ist berühmt für seinen Rittersaal. Eine Besichtigung war leider nicht möglich. Der Park ist sehr weitläufig und war ursprünglich im barocken Stil angelegt. Später wurde er zu einem englischen Landschaftspark umgewandelt. Hier beenden wir den Ausflug ins Hinterland von Kühlungsborn. Am Nachmittag schauen wir uns wieder einmal in Kühlungsborn Ost um. Oh.
war der Bäcker. Mhm. Ah. Und noch.